Hallo Leute und willkommen zu Terraria. Seit einer halben Ewigkeit. Und die anderen sind plötzlich sehr schweigsam geworden. Sagt mal hallo hier. Hi. Hallo. Da ist Clemi in seiner unglaublich schönen Rüstung. Ja, lasst uns die neue Welt erkunden. Lasst uns die rote Party joinen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Also, kleine Info am Rande, es ist ein neuer Patch rausgekommen, mehrere neue Patches sogar für Terraria. Mit ganz viel neuem Mist, den wir machen können. Yay. Betonung auf Mist. Und lasst uns den Boden lila färben. Fisch. Was? Fisch. Wo? Hier. Teich mit Goldfisch. Fisch tot. Oh, jetzt hat er kaputt gemacht. Ich hab ihn. Mein Goldfisch bekommen. So, was machen wir zuerst? Haus bauen. Holz. Okay. Ich hab keine Axt. Ah, noob. Warte mal, hab ich hier irgendwo eine Axt? Ja, ich hab sogar eine Axt. War Axe of the Night. Was zur Hölle? Die Kriegsaxt der Nacht. Yay, Holz. Oh Mann. Das ist eine Ewigkeit her, dass wir Terraria gezockt haben. Oh ja. Da liegt ganz viel Holz rum. Woher kommt das bloß? Ach, ein Fall für Galileo Mystery. Ich würde sagen, das ist aus einem Paralleluniversum angeflogen gekommen. Oh ja. Auch bekannt als aus dem Himmel. Gemacht aus den Bäumen, die Clemi mit seiner Lava-Axt zu Klump haut. Mehr Holz! Gib mir Holz! Oh nein, nein! Nein, 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 nein. Das fängt ja echt gut an. Oh ja. Ein Hase! Lol, was ist das für ein Hase? Hase! Jetzt wird gemetzelt. Hase! Fisch! Alle tot. Lol. Nee, ich kann fliegen. So, müssen wir mal die farbige Lanze hier ausprobieren. Ja, oh, das leuchtet alles so schön wieder. Ein Traum. Eine Linse, dankeschön. Auge, du darfst. Von überall. Was sind das für Viecher? Die sehen ja anders aus. Er sieht anders aus. Das ist alles so neu. Ja. Oh, ist das schön. Ich hab Magic Missiles. Wow, ich will auch. Ich meine, das Mana-System wurde jetzt erneuert. Ich zeig euch das mal kurz, Leute, damit ihr wisst, was ich meine. Also, ich verliere hier an der Seite, wie ihr seht, Mana mit diesem Stern hier. Aber wenn ich nichts mache, also nicht zaubere, dann regeneriert sich das langsam wieder. Und wenn ich stehen bleibe, regeneriert sich sogar noch schneller. Wow. Und ihr Zombies, verzieht euch hier. Krasse Scheiße. Oh Mann, Scheiße, ich bin ey. Out of Mana, jetzt kann ich nicht mehr zaubern. Dabei wollte ich doch gerade den bösen Zauberer machen. Oh. So. Und es gab einen Beep-Ton, als meine Mana wieder voll war. Der hat einen Zylinder auf. Wieso hat The Groom? Ey, der droppt den Zylinder, ne? Mein Zylinder. Zieh ihn an. Das hatte ich vor. Noch schlimmer kannst du ja nicht aussehen. Jetzt bin ich nicht mehr der Neger im Anzug mit grünen Haaren, sondern der Neger im Anzug mit schwarzem Zylinder. Sieht aus wie so ein schwarzer Afro. So ein schwarzer viereckiger Afro. Ja. Ist klar. So, lass uns mal bauen. Ich habe genug Holz, denke ich. Ja, ich habe schon mehr als ein Stack Holz. Lass erstmal den Boden hier eben machen. Ja, mach immer den Boden eben. Zombies machen mir eh keinen Schaden. Ja, Tom, du bist. Leben regenerieren sich übrigens mittlerweile auch automatisch. Für die Leute, die jetzt noch nicht beim Livestream zugeguckt haben und da noch nicht wissen. So, ich baue mal hier das Holz an Boden. Muss das Haus wirklich so breit sein? Nö, aber es macht Spaß. Okay. Wollen wir nicht wieder so ein Baumhaus machen wie das andere? Ach, das können wir ja später noch machen. Oder gar nicht, weil es langweilig ist. Genau. Dani, mach schneller! Ja, geht nicht wegen dem Gras. Du bist zu langsam! Dani! Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So. Noch ein Stück, noch. So, das passt. Ihr kümmert euch um die Zombies. Ich kümmere mich um das Haus. Ach warte, du bist gar kein Weg da, Clemi. Du bleibst übrigens jetzt draußen. So.
Das Haus muss ja diesmal nicht schön aussehen, oder? Doch. Nein. Doch. Nein, wir brauchen doch nur die NPCs, oder? Wir wollen ja nicht die ganze Zeit das Let's Play im Haus verbringen. Nicht? Ach, echt? Oh. Ich bin wieder weg. Verdammt. Ich hab gedacht, ich kann das noch für eine Weile länger geheim halten. Oh. So. Warte, ich mach schon mal eine Workbench. Ja, wir bräuchten vielleicht noch eine Tür. Ja. Hab ich eine Tür? Kommt noch alles. Wo ist die Workbench? Da ist die Workbench. Ich baue die Tür. No. Ich bin der Türenmacher. Whatever. Ich verteidige dich. Der Orb of Light wirklich kein bisschen Licht mehr bringt. Das ist echt Kacke. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich habe sie die ganze Zeit nicht gesehen. So. Her damit. Dankeschön, liebe Tür. So. Du bleibst draußen. Nein. Jamie, was machst du denn auf der Seite? Jetzt muss ich noch eine Tür machen. Also wirklich. So. Perfekt. Ich habe noch ein bisschen Wooden Wall sogar. Oh, da klopft der. Ja, Blattmond. Spürt die Faust des Feuers. Was? ja. Das hat sich weniger episch angehört, wenn du es so langweilig sagst. Du musst das mit mehr Elan sagen. Okay. Spürt die allmächtige Faust des Feuers. Etwa so. Wo? Okay. Versuch's nochmal, Clemi. Los. Nein. Okay. Wieso bist du immer so demotiviert? Keine Ahnung. Ich mach mir ein bisschen Wand. Also Dani, du kriegst von mir schon mal ein bisschen Woodwall. Hier. Da. Yay, ich darf arbeiten. Yay. Und jetzt arbeite. Los. Yay. Oh, da habe ich geklickert. Nicht gut. Ich helfe dir mal so ein bisschen hier. Ich bin halt schlecht bezahlt. Hä, die können die Türen aufmachen? Ja, Plattenlegen. Achso. Aber auch nur dann, ich glaube, dein was? Hammer muss hier, Ach nein, man braucht den Hammer nicht mehr, man kann jetzt drüber bauen. Das ist praktisch. Wow. Das hat nämlich sehr genervt, das alles immer weghämmern zu müssen. Vor allem, wenn man keinen Hammer hat, ne, Tom? Ja. Besonders dann. So. Wollen wir hier noch eine Etage drüber bauen? Sonst reicht ja, das ja nicht. Ja, ich glaube, das wäre... Ach ja, wir brauchen ja eine Axt, um uns kaputt zu machen. Stimmt, ja. Andrew was slain. Wer auch immer Andrew war. Unser Guide? Ja, der ist egal. Unwichtig. Der wird später wieder wichtig. Was? Verdammt. Ach, egal, der kommt wieder. Na dann. So, ich habe mir mal hier so ein bisschen, Plattform gemacht. Dein Hammer bitte für die untere der beiden Plattformen. Was meinst du? Ja. Du musst kaputt machen, Plattform. Da hast du ihn. Ich will nicht den Hammer haben. Ach so, du wolltest nicht den Hammer haben? Okay, dann geht wieder her. Ich hab jetzt einen Hammer, das ist toll. Wo ist denn er? Oh man, no. Meteor Hammax. Nicht schlecht, dankeschön. Merke, niemals Items an den Egoisten abgeben. Oh ja, das war dein größter Fehler. Oh, natürlich. Oh, ich hab das Holz den kaputt gemacht. Ich kann direkt hier so ein bisschen säubern. Da, wo du gekleckert hast. Yay. Holzblock, wo bist du? Da. Perfekt. Ich brauch mehr Holz. Ich kann nicht weiterbauen. Gibt's irgendwo noch Bäume? Ja, da gibt's noch. Nee, sind alle ausgestorben. Bäume. Habt ein Herz für Bäume. Baum. Ah, Kumpelbaum. Kumpelbaum? Ja, wieso nicht? Weiß nicht. Wenn Blasen das sein dürfen? Blasen? Blasen. Achso, Kumpelblase. Jetzt fällt es dir auf. Ja, ich denke immer so zweideutig. So. Ich mein, so. Unsere Welt heißt Apfelbrot, ganz ehrlich. Da können wir die Bäume auch Kumpelbaum nennen. Okay. Ja. Klingt logisch. Ja. So. Das ist ein sehr komisches Haus. Verzieht euch, Zombies. Ihr habt nichts verloren. Frag mich nicht, wieso ich mit Nicht-Spieler-Charakteren rede. Fisch. Schwarze Person mit Zylinder nähert sich. Oh mein Gott.
Du hast wieder gekleckert, danke. Ein bisschen. So. Dann baue ich mal die dritte Etage. Oh wait, die zweite ist ja noch nicht mal fertig. So. Ach, man kann ja jetzt gedrückt halten, das ist praktisch. Hat man früher nicht? Kann ich ja. Nein. Okay. Meine ich zumindest. Ich mach mal hier auch ein bisschen auf. Es ist dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel ist. Ja, dann stelle ich mich neben dich. Besser? Keine Ahnung. Also wir müssen Gel farmen. Naja, ist ja Nacht. Ganz viele Fackeln, yay. So, dann haben wir die zweite Plattform. Glaube ich, habe sogar noch Gel. Ah, ich habe vergessen, eine Plattform zu bauen. Ich habe auch ein Gel. Ein Gel, das lohnt sich. Ein Gel. Ein Gel. Ich hab 44. Kumpelgel. Mama, ich geb dir. Aha! Knappe Geschichte, bei mir bist du noch kurz runtergeglitscht. So. Dani, ich hab dir 44 Gel gegeben. Hast du schon wieder gekleckert? Wieso kleckerst du überhaupt? Weiß nicht, ich bin billiger Arbeiter. Typisch Pole. Nein, also Leute, ich hab nichts gegen Polen und so, ne? Also. Oh, das gibt Ärger, Tom. Verdammt! Das hochlade, habe ich 100 Abonnenten weniger. Oh ja, mindestens. Brauchen kein. Oder brauchen wir ein drittes Stockwerk? Wie viele Zimmer können wir hier raus machen? Wir können hier ein richtiges Riesenhotel rausbauen. Yay! So, warte mal. Hier, Wand Nummer 1. Das ist doch dumm! Was? Die Wände bestehen zu einem Block aus Holz und zu drei Blöcken aus Tür. Ja, so muss das. Ah, nächster Raum. Die brauchen keinen großen Raum. Die müssen irgendwo leben können. Egal wie groß der ist. Ja, da müssen auch noch irgendwie die Tische und so rein, ne? Ja, ein Tisch, ein Stuhl, ein was weiß ich was. Also Licht. Die müssen auch nicht toll aussehen. Ich will jetzt einfach irgendwie hinbauen, die Räume. So. Da kommt ein Klemi angeflogen. Ein Klemi. Ich check nochmal eben ein bisschen Gel ab. Das klingt so Raum, 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 Raum. Wand direkt über der Crafting Box. Oh, warte, ich habe die Wände hier zu. Nein, du hast die Wände hier zu niedrig gemacht. Nein, die sind nicht zu niedrig. Da können auch NPCs einziehen. Nein, aber niedriger als unten. Ja, ist doch egal. Okay. Wir brauchen nur die NPCs. Wozu brauchen wir denn ein schön aussehendes Haus? Wer sich schöne Sachen bauen will, der hat Minecraft. Yay. Komm, ist doch wahr. Will ich jetzt langsam meine Axt wieder. Nein, ich baue jetzt erstmal die Türen schon. Ich habe mir 6 Türen bauen können, wir brauchen mehr. Ja, ich mache auch nochmal so viel. Ich habe jetzt keine Lust abzuzählen, wie viele wir genau brauchen. Wieso kann ich keine Türen bauen? Da, die weg da. Ach, egal. Mach mal das in großen Raum. Ich habe 16 Türen, ich hoffe, das reicht. Klemi rennt mir einfach hinterher, macht die eine Tür auf und zu. So muss das. Wir müssen die Workbencher weg. Ja, oder so. Ja. Ist hier unser Arbeitsraum. Wie gesagt, großer Raum. Ja. Wir brauchen hier aber viel mehr Platz, wenn wir alle. Boah, die ganzen einzelnen Türen nerven. Können wir einfach alle offen lassen. Yay, Türen. Ich will mal noch ein bisschen mehr Holz sammeln. Bäume und Gel. 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 So. Ich hab schon 4 Gel, ist das viel? Nee. Hier ist eine Truhe, da schau ich. Ich hab da nicht von 44 gegeben. Demonic Spear! So, jetzt hab ich da so eine 4 fette Iron. Statue hin platziert. Soll das sein, unsere Beschützerstatue? Shine Potion, ja. Mit. Okay. Bottles können wir auch gebrauchen. Und das dämonische Speer. Ich habe ein dämonisches Speer gefunden, meine Liebe. Großer Typ. What? Das sieht nicht sonderlich dämonisch aus, wenn ich das benutze. Pflanz mir so ein. Das hätte ich beinahe. Kein Holz mehr. Ich sehe aus wie so ein Zirkusneger. Naja. Brauchen Holz. Das hört sich falsch an, wenn ich Neger sag. Echt? Das hört sich wirklich falsch an. Ich meine das nicht böse. Wo ist der hingeflogen, der Schleim? Das ist wie so ein Zirkusstab, ich tanze. Ah, mit Zylinder. So, was können wir hier machen? Bäume, Bäume, Bäume. Und Sonnenblumen. Können wir Sonnenblumen gebrauchen? Nee, oder? Nein. Okay. Aber sie sind schön.
Ja, sei denn, du willst hier irgendwie einen Wintergarten oder so bauen. Ja, okay, wenn wir unser Haus eh schlecht aussehen lassen, bringt uns, denke ich, auch im Wintergarten nicht viel. Stimmt.